Hey Leute, ihr wolltet ein Review zu diesem Manga und er wurde mir schon sehr, sehr lange empfohlen von euch. Ich erinnere mich noch, als ich meine TikTok-Reviews zu Mangas gepostet habe. Da ist der Name dieses Mangas sehr, sehr oft gefallen, aber ich habe ihn nie reviewed. Bis heute, das ist tatsächlich mein allererstes Review, das erste Mal, dass ich diesen Manga durchblättere. Und ich bin gespannt, meine Freunde. Ihr wisst, wie immer bewerte ich nur die Zeichnung, weil mir die Zeit fehlt, die Stories durchzulesen, Leute. Geschweige denn, mir eine komplette Reihe des Mangas zu kaufen. Deswegen bleiben wir bei der Zeichnung. Aber das alleine ist schon lohnenswert. Denn was gibt es Spannenderes, als die zeichnerischen Merkmale eines Künstlers zu besprechen, Leute? So, let's see what we got. Wir sehen übrigens, dass es scheinbar einen Storyschreiber und einen Zeichner gibt, das heißt Arbeitsteilung. Und ich muss sagen, diese Arbeitsteilung kommt diesem Manga zugute. Guck mal, was für ein schönes atmosphärisches Panel, Leute. Wir sehen hier direkt am Anfang schon einen Todesfall. Aber der Held scheint noch zu leben. Was direkt auffällt, ist, dass die Panels nicht unbedingt überfüllt sind. Also ich kann immer nachvollziehen, was hier abgeht. Also wie finde ich die Zeichnung? Klare Linienführung, schöne Kreuzschraffur. Und was cool ist, etwas, was er weiß, was scheinbar viele Manga-Zeichner nicht wissen, Schraffierung sollte man mit einer dünneren Feder ziehen, mit dünneren Linien als die Konturen. Das macht er richtig, das finde ich gut, weil wenn Schraffierung und Kontur die gleiche Linienstärke haben, dann vermischen sie sich zu sehr und erfüllen den eigentlichen Sinn von Schraffierung nicht, und zwar, dass man Flächen voneinander abgrenzt. Aber wenn beide die gleiche Linienstärke haben, dann grenzen sie sich nicht ab, dann fusionieren sie sich und das sieht scheiße aus. Beziehungsweise undeutlich. Und die Absicht eines Manga-Zeichners sollte es doch sein, deutlich zu kommunizieren. Auch wenn das mit den Linien geschieht. So. Wir haben schon ein paar Highlight-Panels gesehen, Leute, obwohl der Manga gerade erst angefangen hat. Und das ist cool. Wunderschöne Perspektive. Schöne Schraffierungen. Schöner Hintergrund. Und wir sehen hier noch eine Teilfigur, die noch mehr Spannung ins Panel reinbringt. I like that. Das gibt mir Akira-Vibes. Auch schöne Perspektive.
Wir haben jetzt die letzten Seiten ganz schön viele Nahaufnahmen gesehen. Es wird Zeit für einen Perspektivwechsel, meine Freunde. Und et voilà, hier haben wir ja etwas. Wieder gefolgt von vielen Nahaufnahmen. Damn, man fragt sich, was geht hier ab? Ja, Leute, das sieht genauso aus. Das sieht exakt so aus wie ein Panel aus Akira. Ich wünschte, ich hätte jetzt Band 1 griffbereit, dann würde ich euch das zeigen. Leute, ich konnte einfach nicht widerstehen und musste zu Akira greifen, um euch das Panel zu zeigen. Die Similarities sind unverkennbar. Wir haben hier zum einen dieses Panel hier. Und in Akira 1, das erstaunliche Ähnlichkeiten dazu aufweist. Hey, gut, dass ich alle Seiten meiner Mangas auswendig kenne. So Leute, erzählt mir nicht, dass das nicht irgendwie ähnlich aussieht. So, aber kleiner Fun Fact. Akira wurde hier gespiegelt, weil das in deutscher Leserichtung gedruckt wurde. Ist es leider gespiegelt und wenn wir das rückgängig machen, die Spiegelung, dann würden wir exakt dieses Panel bekommen, Leute. Sagt mir nicht, dass ich der Einzige bin, der das erkennt. Das muss davon inspiriert worden sein. Yes, of course. So. Aber genug von diesem Meisterwerk, es geht wieder um diesen Manga. Bei Gott, das ist von Akira inspiriert, Leute. Ich gucke mal, ob ich nochmal so ein Panel finde, das genauso aussieht. Wir bekommen auf jeden Fall ähnliche Panels zu sehen, Leute. Keine Frage. Keine Frage. Die rivalisierenden Banden machen sich gegenseitig fertig und das bekommen wir auch hier zu sehen. Etwas weniger eindrucksvoll. That's okay. Kaum jemand kann sich mit Akira messen. Aber dennoch bekommen wir hier auch ausdrucksstarke Panels zu sehen. Erinnert mich an Akira Band 6, als Kaneda Tetsuo geschlagen hat mit seiner Waffe. Störende Panels. Schöne Lippen, auch wenn die Linienführung nicht ganz perfekt ist. That's okay.
Proportionen erinnern mich irgendwie an eine Mischung aus Evangelion und einer Mumie. Hier sehen wir etwas ganz Interessantes, das habe ich noch nie gesehen, Leute. Zentrierte Speedlines in Kombination mit Speedlines, die mit einem Kurvenlineal gezogen worden sind. Sehr, sehr interessant. Das erzeugt so eine Art Sogwirkung. Sieht toll aus. Wow. Love it. Auch hier schönes Impact Panel. Leute, dieser Manga hat Höhen und Tiefen. Aber ich bin bereit, die Höhen höher anzusehen, den Höhen mehr Gewicht zu geben. Ein solider Manga, man kann nicht sagen, ich will das hier nicht kritisieren allzu sehr. Ich hatte meinen Spaß beim Durchblättern. Wie habt ihr euch dabei gefühlt? Schreibt es in die Kommentare und schreibt auch gerne, welche Mangas ihr euch noch wünscht. Bleibt cool, bis bald.